Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amersreiter. Viel Spaß! Jetzt habt ihr schon gemerkt, dass mit diesen Kugeln ist nicht wirklich eine gute Methode, Sachen aufzuschreiben. Man kann sich zwar sehr gut vorstellen damit, stellt euch aber jetzt mal vor, eine Beethoven-Symphonie in farbigen Kugeln, da kommt das ganz schnell an seine Grenzen. Daher haben sich über die Jahrhunderte Menschen Gedanken gemacht, wie man Musik aufschreiben kann. Und dabei herausgekommen ist die Notenschrift, die wir so heute jetzt benutzen. Und in dieser sieht die C-Dur-Tonleiter aus, wie ihr hier unten seht. Also das Prinzip der aufsteigenden Kugeln ist noch gleich geblieben, nur dass statt Farben die Kugeln jetzt eingeordnet werden in Linien. 5 Notenlinien haben wir hier und die Noten sind auf den Linien oder in den Zwischenräumen, teilweise auch mit Hilfslinien versehen. Ist irgendwie so ein bisschen wie ein großes Regalsystem, in das die ganzen in die Regalbretter eingeräumt werden. Kugel steht hier einfach für einen gewissen Notenwert. Um die Notenwerte soll es aber in dieser Videoserie nicht gehen. Das ist ein eigenes Thema. Hier geht es rein um die Tonhöhen, aber ihr versteht jetzt, warum diese Kugeln aufsteigend angeordnet werden. Also wenn ihr so eine Tonleiter seht, so eine Reihung, dann könnt ihr euch schon vorstellen, dass ba, 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 ba und so weiter, dass die Töne ansteigen werden. Also Schritt für Schritt höher werden. Genauso, als wenn ihr das wieder auf euren bunten Kugeln spielt. Ne? Nur, dass jetzt hier eindeutig festgelegt ist, dass es eine C-Dur-Tonleiter ist. Was ich eben gesungen habe, war keine C-Dur-Tonleiter. Was ich aber angeklickt habe, war eine C-Dur-Tonleiter, weil sie mit C begonnen und geendet hat. So, jetzt wisst ihr, was es damit auf sich hat. Ihr seht auch hier übrigens, wie das Ganze auf Klaviertasten aussieht und wie die Töne hier heißen. Und jetzt könnt ihr wieder munter auf dem Piano ausprobieren. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Bis demnächst.